Yo, und somit herzlich willkommen in Planet Zoo. Ist ja nicht das erste Video, was ich davon gemacht habe, aber ich dachte mir so, ich wollte doch eh mal ein Video über Planet Zoo nochmal machen. Also, warum nicht jetzt? Alles Gute zum Jubiläum. Kostenlos. Kostenlos hört sich immer gut an. Ui. Hatte ich so einen schon mal auf der Schulter gehabt? Ich glaube schon. Serengeti Park. Aber nur eventuell. Also, was haben wir vor? Ich würde sagen, hier gibt es ja einige Sachen, die wir machen können. Aber zuallererst, ja, falls ihr überhaupt mehr davon sehen wollt, die Karriere wartet auf mich als Zoowärter. Sie warten doch schon alle auf mich. Besuche ich sie doch einfach mal. So, Willkommen Techno steht sogar da oben. Das wollte ich mal ausprobieren. Tutorial, sind wir ganz ehrlich, ist gut für mich. Schwierigkeitsgrad Mittel. Hallo? Ja, einfach mal neu starten. Noch nie gesehen, aber ich bin gespannt, was Planet Zoo nochmal zu zeigen hat und wie es war. Oh, es geht los. Ha, so gut sah das aus? Oh, genau so hätte ich mir Jurassic World... Hi, Art Hematu. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Ich wollte gerade sagen... Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Freut mich auch. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Dodo? Nur meine Frau nennt mich Bernard. Bernie? Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Es sieht verdammt gut aus. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Das glaube ich dir, Mann. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Ja. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Ich? Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Ich glaube, besser nun ist gut musst für mich. Du seine Arbeit fertigstellen. Ja, danke schön. Werde ich machen. Keine in allen Sorge. Ehren. Ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Thank you, man. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Nancy? Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Na, hoffe ich aber doch mal. Bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Bernie. Okay, ich Hallo. Muss sagen... Dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Das können wir gerne machen, Nancy. Ach Mann, ich dachte, ich krieg da so eine jüngere Frau, eine Nancy, aber es scheint sehr sympathisch zu sein. Ich muss kurz was abchecken. Ich glaube es nicht, wie gut das Spiel ausschaut. So, zuallererst, ich muss jetzt wirklich was abchecken. Als erstes, was mir schon sofort in den Augen fällt, die ganzen Menschen. Warum gab es das in Jurassic World nicht, Mann? Das wäre so cool. Und guck mal hier den Bär an. Der geht schwimmen. Man kann sogar unter Wasser gehen. Es ist ja von denselben Macher, von den Entwicklern. Warum? Hier wird so viel Liebe reingesteckt. Und Jurassic World Evolution halbwegs nur, halbwegs. Aber das ist so... Wow! Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier. Ja. Wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Ach so, das muss ich jetzt kontrollieren. 8,5 Jahre ist er alt. Was ein kleiner Süßer. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle Richtig. Die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Nancy, danke schön. Danach habe ich gesucht. Nancy, ich liebe Auf dich. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Ja. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Ach so, wenn ich nicht in der Kamera okay. bin. Am Kinomodus. Wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Psst, Nancy. Ich will kurz meine Ruhe. Schaut euch das mal an, wie schön das Spiel ist. Ja, moin. Die sind beide in einer Höhle. Und die genießen ihre Zeit. Hi. Oh, warte mal. Du siehst auch ganz anders aus. Bist du... Das ist, glaube ich, das Weibchen. Oh. Ich bin verliebt. Guckt euch das mal an. Allein schon das Gehege so selbst, was man da halt machen kann. Wow. Wo ist meine Mission, Nancy? Nancy? Ah, da, Ziele. Huh. Finde das Gehege der Tierart westafrikanischer Löwe. Hi, Miss. Sie arbeiten hier? Hallo. Hey.
Achso, Pause. Und schaut euch das mal an. Jeder Mensch sieht anders aus. Also die meisten. Ach, guck mal. Oh, was gibt's denn hier? Zebras, Giraffen und so. Okay, okay. Schauen wir uns doch auch ganz kurz mal an. Giraffen sind immer wunderschöne Tiere. Beautiful. Oh. Oha, sogar das Fell. Sieht man sogar diese einzelnen Haare. Und dann hier die Mähne. Da will ich am liebsten gleich rüber streicheln. Och, sind die süß. Ey, da komme ich wirklich hier. Serengeti Park. Also, es ist genauso. Ach, schöne Zunge. Zebra. Moin. Hast du auch die ganzen kleinen Haare? Ja. Schöne Tiere. Okay, dann wollen wir doch mal weitergehen. Hier. Da müssen wir irgendwas machen. Der Panthera Leo Leo. Oder für dich und mich der Berberlöwe. Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. 40? Schön. Oh, warte mal. Warte. Planet Zoo, der erste Teil, kam später raus als Jurassic World Evolution 1. Und die können sich hier schon ein bisschen annähern? Guck mal, was ein schönes Pärchen. Und das Geilste, was ich in diesem Spiel finde, ist, sie können sogar kacken. Ja, ich weiß, ist sowas Simples, aber sie können kacken gehen. Ich glaube aber nicht, dass wir es sehen können. Ich würde richtig neidisch, wenn ich das hier alles sehe. Also wegen Jurassic World Evolution. Lulas. Warte mal, kann ich da rein? Es funktioniert. Warte mal, ich bin ein kleiner Junge, oder was? Das ist ja geil. Oh, ich war das kleine Mädchen da. Ja, kein Wunder, warum sitzt du vorne? Du siehst doch gar nichts. Aussteigen bitte, raus da. Guckt euch das mal an. Allein schon, dass man das hier so machen kann. Das ist doch fantastisch. Na, was sehen wir denn hier? Oh, hier und diesen Bereich hier. Von den Mitarbeitern, da können wir sogar reingehen. Ich weiß, ich zeige euch nichts Neues, aber egal, ich freue mich gerade so. Guck mal, man kann hier wirklich reingehen und da kann man schauen, okay, was macht ihr gerade? Isst ihr Kuchen? Trinkt ihr einen Kaffee? Und da gehen wirklich die Mitarbeiter rein. So, was müssen wir denn... Ach du Kacke, ist das groß hier. Nancy, ich hab's gefunden. Also, die Warzenschweine kosten gar nicht viel. Es sind $216, $221. Das bedeutet ja, aufnehmen, an Zoo senden. Und einfach hier hin. Ja, ja. Hey, pass auf, du. Ach, guck mal. Es ist wirklich Pumba. Und schon weißt du, wie es ihm geht. Guck mal, er kommt jetzt in den Park rein und was sieht er? Er sieht sofort Knast. Keine Sorge. Wenn das im also, ob das ein Leben ist, Nancy. Sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Sie hört mir gar nicht zu. Nancy, er hat einen Knast gesehen. Er war vorher in der Freizeit. Ernährungszustand, der Ernährungszustand? Ja, machen wir. Guck mal, wie sie das Schwein begaffen. Ja, aber ganz ehrlich, im Zoo würde ich es auch machen, ne? Also, ne? Ich bin nicht besser. Aber er fühlt sich ja wohl. Guck mal. Wenn er schon mal im Zoo ist, im Knast sozusagen. Naja, er ist ja nicht wirklich im Knast. Ich denke mal, ihnen geht's hier gut. Oh! Das ist das Mädchen. Mal sehen, habe ich recht? Ja, guck mal, es ist das Mädchen. Weiblich. Okay, es ist hungrig und durstig. Gehege. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Das ist ein Futtertruck und eine Wasserschüssel. Wir machen das vor den Leuten, damit sie halt die Tiere ein bisschen angucken können. Tiere brauchen Abwechslung zum Hab ich. So, einmal schlammert bitte. Dorthin. Könnt ihr da auch jetzt auch mal reingehen? Du bist ein Naturtalent. Was machen die da? Unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Der arbeitet nicht richtig. Du sollst dich um die Schweine kümmern. Ich sehe dich ganz genau. Ich hab dich im Auge. Warte. Geht sie gerade kacken? Ja! Ja! Sie fühlt sich wohl! Das finde ich halt so geil, dass sie wirklich... Ja. Ja. Ich feiere das Spiel, Mann. Diese ganzen kleinen Details, die da sind, so, die sind halt Bombe. Ach, guck mal, wie süß. So, ich will aber jetzt ein Schlammbad sehen. Ja! Es passiert wirklich. Alle beide tun es. Oder? Schon fertig? Okay, jetzt geht's aber weiter. Wir müssen noch mehr machen. Nancy hat ein neues Ziel für uns. Und zwar Strauß. Nancy! Vier? Ein Mann und drei Frauen? Ich sag mal so, wer hätte es denn nicht gern? Okay. Wird das wirklich so ein Zoo gemacht? Ja! Schön! Hallo! Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Ja, ist er auch. Ich mache auch sehr gute Arbeit, muss ich wirklich dazu sagen. Ich kann das, schon abschätzen, ob ich schlecht war oder gut. Das scheint das Weibchen zu sein. Ich glaube, das ist das Männchen hier, oder? Ach!
jetzt verstehe ich, ist das in Real Life auch so? Die Männchen sehen schöner aus als die Weibchen. Seit wann haben die so einen Buschelschwanz? Der hat einen riesigen Schwanz vom Hasen. Ist das wirklich so? Haben die nicht so eine Art Federschwanz? Das ist vom Hasen. Oh, jetzt beißt er um sie. Zeig, was du kannst. Mach dich rar. Falsche Richtung. Will er doch nicht? Oh. Nee, weg mit der. Der interessiert nicht. Die hat kein Auge für dich. Scheiß drauf. So, Nancy, hab's gefunden. Alles klar. Als oh, ich muss alles machen. Ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Mach ich? So, ich würde sagen, da hier vorne diese Einrichtungen alle sind, werden wir hier die Tür hinmachen. So, und dann können die Wände kommen. Hier hinten ist ja egal, was wir hier machen. Aber passt schon. So, Länge. Gucke mal hier. Ah. What? Eieieiei. Guck mal, ich lerne. Aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne und das ist das Weibchen anscheinend. Okay, und das ist jetzt das Männchen. Alright, komm, man sieht es schon. Er ist einfach breiter. Oh, diese. Es sind aber auch schöne Tiere. Wie die Ohren wackeln. Oha! The tiger is swimming! Er schwimmt. Und guck mal, das wollte ich gerade jetzt schon sagen. Was war gerade mit dem los? Er wusste gerade nicht, wie er hochkommt. Guck mal, er ist nass. Jetzt hat er sich abgetrocknet und jetzt ist er wieder trocken. Ey, aber krass, dass sie sogar darauf geachtet haben. Hey, Kollege! Hi! Warte, den will ich jetzt kurz beobachten. Was tust du? Nom nom. Nom nom? Ah, nom nom. Jetzt verstehe ich's. ASMR. Er geht kacken. Boom. Die armen Kleinen. Okay, das sind die Tigers. Ey, dann haben wir ja einiges heute schon gesehen. Wie gesagt, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst es mich wissen. Mich würde interessieren, was hier noch in Zukunft... Guck mal, es scheint hier ein Eisbär oder so zu sein. Dumbo. Okay, machen wir... Oha! Oha! Alter Schwede! Ich glaube, das ist eher vom Baby her. Die Pfleger sollen mal sauber machen. Hier liegt überall Scheiße rum. Ey, aber schaut euch das mal an. Das wurde alles selbst, glaube ich, gemacht. Das hier wurde aus eigener Hand erschaffen. Jeder einzelne Stamm wurde dort reingesetzt. Jeder Stein hier, das ist circa hier ein Stein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück ineinander gepflanzt. Und alles wurde selbst gemacht. Ja, Freunde, aber ich würde damit sagen, das war's. Von einem random Video. Wie gesagt, falls ihr mehr sehen wollt von Planet Zoo, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Das war's aber erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.